In diesem Tutorial geht es um den Transport und die Reanimationsbedingungen mit Hilfe des Corpuls CPR. Das Ganze ist eine Teamentscheidung, sollte kommuniziert werden und entsprechend vernünftig geplant werden. Technisch gesehen gilt es hier nur nochmal den festen Sitz des Befestigungsrings zu überprüfen, um ein Verrutschen des Stempels während des Transports zu vermeiden. Wir empfehlen auch, die Stempelposition zu markieren. Dann kann man frühzeitig erkennen, ob sich diese verändert. Prinzipiell lässt sich der Patient, der auf dem Corpuls CPR fixiert ist, auch in alle Richtungen bewegen und man kann die entsprechenden Boards ebenfalls als Hebehilfe nutzen. Verena, was wollen wir noch zeigen? Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal weg von dem Podest und ran ans Phantom und schauen uns das Ganze mal wirklich in der Praxis an. Wir haben das Phantom jetzt mit dem Corpuls CPR für den Transport vorbereitet. Ihr kennt das alle, eine Puppe umlagern ist jetzt nicht besonders spektakulär, deswegen haben wir das jetzt einfach schon mal so gemacht. An der Stempelverlängerung könnt ihr auch sehen, dass wir jetzt das Scoopboard benutzen. Das ist auch so ziemlich der einzige Hinweis darauf, dass wir das Scoopboard benutzen, weil insgesamt trägt es nicht viel auf. Wir haben uns jetzt hier für die Vakuummatratze entschieden, weil wir das eine sehr galante Möglichkeit finden. Einerseits gibt es dem Corpuls CPR nochmal mehr Halt und verhindert noch mehr das Verrutschen. Andererseits kann man damit auch sehr gut tragen oder auf andere Transportmittel umlagern. Wir wollen euch jetzt unter laufender CPR mal einige Bewegungen zeigen, die stellvertretend stehen für einige Transportsituationen. Dazu starte ich mal die Therapie. Das Ganze ist ohne Probleme möglich, wenn man darauf achtet, dass der Stempel nicht verrutscht. Er ist hier keinen Millimeter verrutscht. Wir sehen jetzt hier nochmal die Variante mit dem Rackboard, auch mit einer alternativen Position des Arms. Wie ihr sehen könnt, geht das auch problemlos mit der Vakuummatratze. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der Transport mit dem Corpuls CPR unter laufender Reanimation gut realisieren lässt. Besonders mit dem Rackboard und dem Scoopboard haben wir gesehen, das geht auch mit der Vakuummatratze sehr schön. Wichtig ist einfach nur, die Stempelposition wirklich im Blick zu haben, eventuell auch eine Markierung zu nutzen, um gerade in Treppenhäusern eine Änderung möglichst zügig zu sehen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man diesen Transport gestalten kann. Wir haben uns jetzt hier für die Vakuummatratze entschieden. Wie ihr das jedoch draußen im Einsatz macht, müsst ihr natürlich an eure Gegebenheiten und die Situation anpassen, je nachdem, wie komme ich hier am besten raus mit dem Patienten. Es empfiehlt sich natürlich auch, diese Situation vielleicht vorher einmal zu üben. Wir hoffen, wir konnten euch hier einen Tipp mitgeben. Bis zum nächsten Mal.